gibt eine ganze Menge Gemüse, die man jetzt im Januar schon aussäen kann. Und ich weiß, dass das sehr verlockend ist, so früh im Jahr schon zumindest zu Hause. Also die meisten der Gemüse, die ich euch jetzt hier vorstelle, sind für die Anzucht gedacht. Mal mit dem Gärtnern zu beginnen, weil mich juckt es um diese Zeit im Jahr immer schon enorm in den Fingern rauszugehen und endlich wieder loszulegen. Ein Gemüse könnt ihr tatsächlich auch schon draußen aussäen, die anderen sind aber für die Anzucht gedacht. Also stürzen wir uns jetzt mal auf die Samentütchen. Das sind echt eine ganze Menge Gemüse, die man jetzt aussäen kann. Fangen wir an mit der Andenbeere bzw. Physalis. Da sähe ich ganz gerne die Sorte Schönbrunner Gold aus. Die sind sehr lecker und sehr ertragreich. Und die könnt ihr jetzt schon im Haus vorziehen, aber nur wenn ihr mit Kunstlicht arbeitet. Da habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Es ist gerade um die Zeit im Jahr ganz wichtig, dass man den Jungpflanzen mehr Licht zur Verfügung stellt, als sie an einer typischen Fensterbank bekommen. Deswegen arbeiten wir mit LED-Pflanzenlampen. Das Video dazu kann ich euch noch mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Es wäre natürlich toll, wenn man auf so einen technischen Schnickschnack verzichten könnte. Das geht später im Jahr auch, wenn man zum Beispiel ein Gewächshaus hat oder eine sehr, sehr sonnige Südfensterbank. Aber so früh im Jahr ist es sehr schwierig, Jungpflanzen anzuziehen, wenn man da nicht zusätzlich noch beleuchtet, weil die einfach mehr Licht brauchen, als der Tag lang ist. Nummer zwei ist die Chili, beziehungsweise wir wollen dieses Jahr keine Chili anbauen, weil wir noch so viel Soße und getrocknete Chili und so weiter in unserer Vorratskammer haben, dass das keinen Sinn ergeben würde. Deswegen habe ich jetzt hier eine Peperoni, die ich anbaue dieses Jahr und die kann man auch jetzt schon aussäen. Wir bauen die Sorte Milder Spiral an, aber es gibt bestimmt auch noch ganz viele leckere andere Peperoni-Sorten und wer es vielleicht ein bisschen schärfer mag, sollte eher eine andere Sorte anbauen. Die beiden hier, die sähe ich erstmal in große Aussaatschälchen, also ganz viele Samen in ein Töpfchen und dann pikiere ich die später in einzelne Töpfchen. Das mache ich beim Lauch nicht so, das ist nämlich Nummer 3, der Sommerlauch, den könnt ihr jetzt auch super gut im Haus vorziehen. Den lasse ich dann in den Töpfchen, in denen ich sie jetzt aussähe. Und wenn die Pflänzchen ein bisschen größer sind, vereinze ich die dann und pflanze sie direkt ins Beet. Da baue ich jetzt die Sorte Hilari an, mit der haben wir auch schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Ein toller Sommerlauch. Dann gibt es noch eine Sorte mit einem ziemlich unaussprechlichen Namen, die ich mal beim Self-Bio-Kanal entdeckt habe. Starozagorski Camus. Der wird angeblich richtig groß. Wir haben das dieses Jahr mal bei uns im Garten ausprobiert, letztes Jahr, und das hat nicht so gut geklappt. Ich glaube, das lag eher daran, dass unsere Walnuss direkt neben dem Beet wächst und nicht an der Sorte. Also die kriegt jetzt noch einen zweiten Versuch. Den Lauch, die Peperoni und die Andenbeere, die könnt ihr jetzt vorziehen, auch wenn ihr keinen Frühbeetkasten oder Gewächshaus habt, weil die könnt ihr direkt ins Freiland pflanzen. Und jetzt kommen ein paar Gemüse, die man jetzt erstmal nur aussäen sollte, wenn man einen Frühbeetkasten oder ein Gewächshaus hat. Ansonsten, wenn ihr das nicht habt, dann einfach noch ein bisschen warten. Diese ganzen Sachen sind schon recht früh. Also oft mache ich es so, dass ich im Januar nur ganz, ganz wenig aussähe und vorziehe, weil ich eigentlich erst im Februar anfange. Aber wenn man eben Möglichkeiten hat, um die Ernte zu verfrühen und den Pflanzen schon früh im Jahr auch ein bisschen ein gemütlicheres Plätzchen im Garten einzurichten, dann kann man diese Sachen jetzt auch schon aussäen. Aber kein Stress, ihr könnt euch damit wirklich noch Zeit lassen mit allen Sachen, die ich jetzt hier vorstelle. Und dann Nummer 4, Blumenkohl. Geht jetzt auch gerne die Sorte Neckarperle, aber es gibt auch noch frühere Sorten. Dann auch ein Kohlgewächs, der Kohlrabi. Wir essen eigentlich ehrlich gesagt fast gar keinen Kohlrabi. Ich weiß gar nicht, warum ich den jedes Jahr anbaue, aber wenn ich eine Sorte mag, dann den Superschmelz, weil der ist wirklich sehr zart, der wird fast gar nicht holzig und macht trotzdem richtig, richtig große Knollen. Also wenn ihr auf Kohlrabi steht, dann ist Superschmelz auf jeden Fall die Sorte schlechthin. Dann könnt ihr jetzt auch rote Beete vorziehen, um die dann in den Frühbeetkasten oder ins Gewächshaus zu pflanzen. Man kann die auch direkt säen, also normalerweise mache ich mir die Mühe nicht, die rote Beete im Haus vorzuziehen. Für euch habe ich das jetzt mal gemacht. Und ja, bei Wurzelgemüse ist es auch immer so eine Sache, also rote Beete verträgt das noch ganz gut, aber sonst würde ich wirklich davon abraten, dass man Wurzelgemüse im Haus vorzieht. Da habe ich jetzt mal die Sorte Robuschka gesät, aber auch eine neue Sorte, die ich noch nie ausprobiert habe. Furono heißt die, die macht so ganz lange Knollen. Da bin ich auf jeden Fall sehr neugierig drauf. Die soll deswegen einen größeren Ertrag haben, weil eben pro Pflanze dann auch mehr dran ist. Dann eine Sache, die man schon auch jetzt fürs Freiland machen kann, aber dann nur mit den richtigen Sorten, nämlich Salat. Ich sähe jetzt eine andere Sorte, nämlich die Augsburger. Habe ich aber noch nie ausprobiert, also das ist jetzt keine Sortenempfehlung hier an der Stelle. Einfach weil wir schon sehr viel Bacchue in unserem Garten stehen haben und nicht mehr so viel Saatgut haben. Und das ist dann einfach nochmal eine Ergänzung, um noch ein
andere Sorte ab und zu mal ernten zu können. Das ist jetzt hier eine grüne Sorte. Die kommt aber in den Frühbeetkasten oder ins Gewächshaus, weil das ist keine explizite Wintersalatsorte. Also wenn ihr jetzt Salat fürs Freiland vorziehen wollt, dann auf jeden Fall Bacchieu oder die Sorte Wintermarie nehmen. Und nicht einfach irgendeine Sorte. Dann kann man jetzt auch schon Zwiebeln vorziehen, auch eher für den Frühbeetkasten oder fürs Gewächshaus. Die habe ich jetzt auch zu ungefähr 5 in ein Töpfchen gesät und da lasse ich die dann drin, bis ich die dann ins Beet umpflanze und dann währenddessen vereinzele. Ich baue jetzt mal die Sorte Stuttgarter Riesen an. Es gibt aber auch noch eine Reihe anderer toller Zwiebelsorten, zum Beispiel Rindsburger Bingo. Ich glaube, so ungefähr heißt die. Das ist eine Sorte, mit der ich sehr zufrieden bin. Aber wie gesagt, es ist noch recht früh im Jahr. Also lasst euch ruhig noch Zeit mit den Anzuchten. Es ist eher was, was ich Ende Januar als Anfang Januar machen würde, wenn ich jetzt nicht für euch hier das Video filmen würde. Aber wenn es euch schon zu arg in den Fingern juckt, dann geht das jetzt schon. Und für alle, die vielleicht einen Frühbeetkasten oder ein Gewächshaus haben, wird eine Sache jetzt auch schon draußen. Es kommt natürlich aufs Wetter an. Also wenn es jetzt gerade minus 10 Grad ist, dann eher noch ein bisschen warten. Aber wenn es zum Beispiel ein milder Frühling ist und die Temperaturen okay sind, dann könnt ihr jetzt Zuckererbsen säen, aber nicht, um sie dann später als Zuckererbsen zu ernten. Damit würde ich noch einen Monat mindestens warten, sondern um sie als Erbsentriebe zu ernten, weil Erbsen, nämlich auch die Blätter von Erbsen, schmecken total lecker und süß und eigentlich sehr, ja, so wie frische Erbsen aus der Schote. Und das ist ein tolles Gemüse, um sich die Zeit, bis jetzt die große Erntemenge wieder ansteht im Frühling, noch ein bisschen zu überbrücken und nochmal ein anderes Gemüse mit im Salat zu haben. Also einfach die Erbsen so ungefähr 4 cm über dem Boden abschneiden, sodass sie wieder austreiben können. Und dann habt ihr ein tolles weiteres Wintergemüse in eurer Palette. Wenn ihr euch jetzt fragt, wann ihr denn welches Gemüse am besten säen solltet, dann ladet euch gerne meinen Aussaatkalender runter. Das ist komplett kostenlos. Den könnt ihr euch ausdrucken oder auf dem Handy oder auf dem Computer abspeichern, sodass ihr wisst, was wir, also welche Aussaaten wir empfehlen. Da sind jetzt nicht alle von diesen mit dabei, weil ich, wie gesagt, nicht unbedingt jedem empfehlen würde, jetzt schon so viele Aussaaten zu machen. Das ist echt nur für die Ungeduldigen unter euch. Es ist alles möglich, also ihr könnt das machen, aber so wie wir es machen, fangen wir erst im Februar so richtig mit dem Aussaaten an. Also nicht wundern, dass der Kalender nicht 1:1 mit dem Video hier übereinstimmt. Ladet euch den Kalender gerne herunter, dann habt ihr für jedes Gemüse die perfekten Aussaatzeitpunkte nach unseren wirklich jahrelangen Erfahrungen parat, sodass ihr auch laufend ernten könnt. Also da ist auch die gestaffelte Aussaat mit berücksichtigt und dann wisst ihr 1:1, was ihr machen müsst, damit ihr das ganze Jahr über mit Gemüse versorgt seid. Und da drüben findet ihr das Video zur Aussaat im Februar. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss. Oh, das kleine Küken ist süß. Guck mal, ich habe Besuch bekommen.